Auf der Platte in der Mittellandhalle 1 in Barleben machen sich die Teilnehmermannschaften am diesjährigen 13. Mitternachtscup schon mal warm. Vorbereitet und organisiert wurde die Veranstaltung auch diesmal wieder vom Förderverein des FSV Barleben, der gleich mit seiner ersten und seiner zweiten Mannschaft am Turnier teilnahm. Sachsen-Anhalts Sportminister lässt es sich nicht nehmen und begrüßt die Teilnehmer. Also gute Spiele, faire Spiele, prima Tore und in dem Sinne ein faires, gutes Turnier und viel Spaß. Und das sind sie, die 10 Mannschaften, die ganz bestimmt ins Endspiel wollen. Mit dabei sind die U23 des 1. FC Magdeburg, die Vorjahressieger, die Auswahl der Hochschule Magdeburg-Stendal, der FC Zukunft, Grün-Weiß-Dahlen-Barsleben, Blau-Weiß-Hermsdorf, der SSV Heinrichsberg, die Preußen aus Magdeburg und zum ersten Mal dabei Stahl Brandenburg. Gespielt wird nach den speziellen Regeln für Fußball in der Halle. Ja, die sind hier ein bisschen abgewandelt. Wir spielen nicht ganz nach DFB-Regeln. Also im Prinzip ist eigentlich ja, fast alles erlaubt, außer natürlich die brutalen Grätschen. Das wollen wir ja nicht sehen, sondern wollen fernen Fußball sehen. Aber ansonsten Tore von überall ist erlaubt und im Prinzip, solange der Ball nicht jetzt ausgeht, geht es immer weiter. Auf der Wandseite darf mit Bande gespielt werden und der Torwart darf seinen Abstoß über die Mittellinie machen. Erste Begegnung, Gastgeber FSV Barleben 1 gegen Zukunft Magdeburg. Das Schöne beim Hallenfußball sind die kurzen Wege und dass neben Schnelligkeit die Technik im Umgang mit dem Ball entscheidend ist. Hier einfach mal ein paar Szenen, die Spaß beim Zuschauen machen. Gespielt wird in 2 Gruppen zu je 5 Mannschaften, immer 12 Minuten ohne Seitenwechsel. So kommen die Begegnungen Schlag auf Schlag und die Zuschauer kommen in jedem Spiel voll auf ihre Kosten. Am späten Abend stand das Ergebnis fest. In den zurückliegenden 6 Stunden waren insgesamt 119 Tore gefallen und auch in diesem Jahr hatte sich die Auswahl der Hochschule Magdeburg-Stendal durchgesetzt und mit Bissigkeit und technischer Finesse die Magdeburger Preußen im Endspiel mit 2:0 auf den 2. Platz verwiesen. Gefolgt von Grün-Weiß-Dahlen-Barsleben und der 1. des FSV Barleben auf Platz 4.